Hallo, ich bin Christian und heiße dich zur vierten Folge herzlich willkommen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen ich über die schönsten Orte in Deutschland noch herausbringen werde. Es sind einfach zu viele. Ich persönlich staune immer wieder, wie viel Neues in unserem wunderschönen Land es noch zu entdecken gibt. In diesem Video stelle ich dir 10 schönste Orte in Deutschland vor. Los geht's! Das größte Mittelgebirge Deutschlands, Schwarzwald, erstreckt sich auf insgesamt 11.100 Quadratkilometer im Südwesten des Landes. Es erstreckt sich von langgezogenen Waldbergen im Norden über den mittleren Schwarzwald bis zu den baumfreien Bergkuppen im Süden, die Höhen von bis zu 1.493 Meter über dem Meeresspiegel erreichen. Der Schwarzwald ist bekannt für seine dichten, immergrünen Wälder und malerischen Dörfer. Häufig wird er mit den Märchen der Gebrüder Grimm in Verbindung gebracht. Außerdem ist er berühmt für seine Heilbäder und die Kuckucksuhren, die seit dem 18. Jahrhundert in der Region produziert werden. Einen Besuch wert sind die höchsten Wasserfälle Deutschlands in Triberg, mitten im Schwarzwald, der Titisee und der Mummelsee, der Feldberg und vieles mehr. Ein Besuch der Region lohnt sich zu jeder Jahreszeit, also auch jetzt im Winter. Das Thüringer Meer ist eines der Orte, die ich diesen Winter persönlich besucht habe, und ich muss zugeben, ich wurde positiv überrascht. Es ist eine idyllische Flusslandschaft inmitten ständig grüner Wälder. Thüringen hat zwar kein Meer im buchstäblichen Sinne, aber es ist dennoch die größte Stauseeregion in ganz Deutschland. Der Fluss Saale wurde ab dem Jahre 1932 zur Energiegewinnung und zum Hochwasserschutz künstlich angestaut. Mit insgesamt über 70 Kilometer Staulänge ist die Saale-Kaskade eine der größten künstlichen Gewässer Europas. Die großen Stauseen ermöglichen in den warmen Jahreszeiten eine Vielzahl an Wassersportaktivitäten. In den kalten Jahreszeiten würde ich dir eher Wanderungen in dieser Gegend empfehlen, zum Beispiel eine Tour zur Teufelskanzel. Von dort aus hast du einen herrlichen Blick auf die Saale-Schleife. Und überhaupt, alle Wanderwege in dieser Region werden dich immer wieder mit unvergesslichen Ausblicken überraschen. Bevor wir zum dritten Ort hinreisen, möchte ich dich bitten, das Video am Ende zu bewerten und, wenn du Lust hast, zu kommentieren. Ich würde gerne wissen, welche Orte dir am meisten gefallen haben bzw. welche Orte du für die nächste Folge empfehlen würdest. Außerdem kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, das Abo wieder zu beenden. Auf einer Insel reizvoll eingebettet in eine malerische Seen- und Parklandschaft zählt Schloss Schwerin zu den bedeutendsten Schöpfungen des romantischen Historismus in Europa. Jahrhundertelang war das Schloss die Residenz der mecklenburgischen Herzöge und ist heute Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Auch wenn das Museum im 635-räumigen Schloss aktuell nicht besucht werden kann, können sich Touristen auf den jederzeit öffentlich zugänglichen, prachtvollen Schlossgarten freuen. Die Stadt Schwerin bietet als Ausgleich zu den Corona-Einschränkungen die Möglichkeit, Schwerin und das Schloss virtuell zu entdecken, teilweise sogar mit 360-Grad-Touren. Rothenburg ob der Tauber ist eine deutsche Stadt im Norden Bayerns, die für ihre mittelalterliche Architektur bekannt ist. Entlang der kopfsteingepflasterten Straßen der Altstadt befinden sich Fachwerkhäuser. Die Stadtmauern umfassen viele erhaltene Torhäuser und Türme. Rothenburgs Wahrzeichen ist das Plönlein, ein schiefes, krummes Haus mitten in der Stadt. Im Jahr 1940 diente es als Kulisse des Walt Disney-Klassikers Pinocchio. Außerdem taucht es in Videospielen und mehreren Musikvideos auf, so auch im berühmten Clip Earth von Lil Dicky. In der St. Jakobskirche gibt es ein aufwendig gestaltetes spätgotisches Altarbild vom Holzschnitzer Tillmann Riemenschneider. Das mittelalterliche Rathaus hat einen Tor mit Panoramablick. Dafür musst du nur 220 Stufen des Rathausturms erklimmen. Für Krimisliebhaber lohnt sich ein Besuch des mittelalterlichen Kriminalmuseums. Lost Places-Sucher könnte das verlassene Kannibalenhaus interessieren. Die Partnachklamm ist eine 700 Meter lange und vom Wildbach Partnach teilweise über 80 Meter tief eingeschnittene Klamm im Rheintal. 1912 wurde die Partnachklamm zum Naturdenkmal erklärt und ist seither auch begehbar. Der Weg verläuft stets auf der rechten Bachseite. Auch im Winter sieht der Klamm wunderschön aus und bietet viele einzigartige Fotomotive. In der Partnachklamm tropft und rieselt das Wasser auch nach längerer Zeit ohne Niederschlag von den Wänden, deshalb ist festes Schuhwerk und Regenbekleidung empfehlenswert. Der Weg verläuft zum größten Teil in Tunnels oder Galerien und ist stellenweise niedriger als 1,75 Meter. Ein Regenschirm ist also mehr hinderlich als nützlich. Der Zutritt mit Fahrrad, Rollstuhl, Kinderwagen, Sportbooten oder ähnlichen ist aufgrund der Enge und Sicherheit verboten. Aktuell ist ein Besuch mit einem Mund-Nasen-Schutz möglich. Der Nationalpark Eifel ist ein 110 Quadratkilometer großes Naturschutzgebiet, das im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen liegt und an Belgien sowie den Ruhrstausee angrenzt. In den Buchenwäldern des Nationalparks leben Wildkatzen, Rothirsche, Uhus und andere bedrohte Wildtierarten.
Der Wilderness Trail, ein 85 Kilometer langer Wanderweg, führt an Flüssen und an Tälern entlang, in denen sich herrliche Ausblicke über die Waldseenlandschaft öffnen. Im Frühjahr blühen unzählige Wildblumen entlang der Wanderwege, die dadurch noch attraktiver werden. Im Herzen des Nationalparks befindet sich ein Truppenübungsplatz aus dem Zweiten Weltkrieg, der im Rahmen von Führungen besichtigt werden kann. Im Internationalen Sternenpark Eifel erhältst du eine besondere Nachtlandschaft. Der Nationalpark Eifel ist ein Refugium des ungestörten Nachthimmels und seit 2014 als Sternenpark anerkannt. Hier kannst du die Milchstraße mit eigenen Augen bewundern, natürlich nur bei gutem Wetter. Eine der schönsten Städte in Deutschland ist die wunderschöne Fachwerkstadt Freudenberg. Ein besonderes Highlight ist der historische Stadtkern Alter Flecken, in dem sich in vierer Reihen ein giebelständiges Fachwerkhaus an das andere reiht. Vom Kurpark aus kannst du den weltberühmten Fotoblick über die mehr als 80 schwarz-weißen Schmuckstücke genießen. Der alte Flecken Freudenberg ist eines der wenigen Beispiele einer planmäßig realisierten und einheitlich im Fachwerk errichteten Stadt des 17. Jahrhunderts, die sich bis in unsere Zeit in ihrer originalen Bausubstanz erhalten hat. Der Kulturatlas des Landes Nordrhein-Westfalen bezeichnet den alten Flecken Freudenberg als Baudenkmal von internationaler Bedeutung. Die 86 Gebäude bzw. Gebäudehälften wurde jeweils als Einzeldenkmal in die Denkmalliste der Stadt Freudenberg eingetragen. Der Gespensterwald an der Ostsee. Klingt etwas gruselig, ist aber in Wirklichkeit ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber. Diesen Namen erhielt dieser Wald durch die ungewöhnlichen Formen der Bäume, die insbesondere bei Dämmerung, Nebel und Wind für eine mystische Stimmung sorgen. Die unübliche Form der Bäume liegt an den Auswirkungen der salzhaltigen und feuchten Seeluft und des starken Windes. Es gibt viele Sagen und Geschichten, was diesen Wald betrifft. Einige berühmte YouTuber haben daraus eine Challenge gemacht. Wer traut sich, in diesem Wald eine Nacht zu verbringen? Für einige war eine Nacht in diesem Wald ein schönes, entspanntes Erlebnis, für andere der Horror. Am besten ist es, du überzeugst dich selbst und besuchst diesen Ort. Das obere Donautal in der Schwäbischen Alb erhielt nicht umsonst den Beinamen des schwäbischen Grand Canyons. Es ist ein traumhafter Anblick, fast wie aus dem Herr der Ringe, vor allem wenn sich der Morgennebel langsam von den grünen Wiesen hebt, den glitzernden Fluss freigibt und sich die schroffen Felsen in den dunklen Wäldern zeigen. Die im Durchschnitt 80 Meter hohe Felsen ragen fast senkrecht in den Himmel und begrenzen das enge Tal auf beeindruckende Art und Weise. Die Donau hat sich vor hunderttausenden Jahren ihren Weg durch das Tal gegraben und auf fast 1500 Quadratkilometern zwischen Beuron und Sigmaringen eine unverwechselbare Landschaft hinterlassen, die zum Staunen und Entdecken einlädt. Zahlreiche Höhlen, Burgen und Ruinen zeugen von einer Siedlungsgeschichte, die nachgewiesen bis ins 5. Jahrhundert zurückgeht. Angler finden unten am Fluss genauso ein Plätzchen. Kirchen, Kapellen und das bekannte Kloster Beuron werden immer gerne besucht. Ob Kanu, Rad oder Wandertouren, das obere Donautal wartet mit atemberaubenden Ausblicken auf dich. Die Rhön ist ein etwa 1500 Quadratkilometer großes Mittelgebirge im Grenzgebiet der deutschen Länder Bayern, Hessen und Thüringen. Die Region verspricht einen entspannten Urlaub ohne viele andere Menschen. Aufgrund der ausgedehnten Weiden- und Wiesenflächen wird die Rhön auch das Land der offenen Fernen genannt. Bekannt ist die Rhön unter anderem für die vielen Naturlehrpfade und Wanderwege. 2010 wurde der Wanderweg Hochrhöner als der schönste Wanderweg Deutschlands bezeichnet. Zu den Highlights gehören auch das Rote und das Schwarze Moor, eines der bedeutendsten Hochmoore Mitteleuropas. Dort sind zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten beheimatet, die du auch selbst entdecken und bewundern kannst. Wunderbare Aussichten bieten sich von den unterschiedlichen Bergen in der Region wie das Kreuzberg, Milseburg, Arnsberg oder Wasserkuppe. Ich danke dir, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Bitte lass eine Bewertung da sowie ein Abo, um keine weiteren spannenden Folgen zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.